mich? Ich habe ein paar Probleme mit dem Empfang. Hi, Barbie. Leider nicht mit dir sprechen. Wir wollten gerade... Perfekt. Jetzt musst du bloß noch den Anknopf drücken. Am Kopf? Ist nur eine Beule. Mir geht's gut. Ich beginne in 3, 2, 1. Hallo. Heute versuchen wir uns an der Molekularküche und machen Eiscreme. Scheut euch nicht davor, Fragen zu stellen, während mein Roboter das Experiment vorführen wird. Ted und Ned, reicht ihr mir bitte mal den Zucker? Tammy, bringst du mir die restlichen Zutaten? Und Ken, halte dich mit dem Flüssigstickstoff bereit. Es kommt auf das richtige Timing an, wenn es schnell gefrieren soll. Und schon ist es fertig, das cremigste Eis, das es gibt. Okay, das war's. Ich sehe euch dann am Montag. Oh. Ich weiß, was du sagen willst. Zurück ins Bett. Oh, vielen Dank. Dankeschön. Oh. Doppel-Wow. Barbie? Gut, dass sie nicht zur Schule gegangen ist. Das wäre ein Desaster geworden. Apropos Desaster, was machen wir wegen der Küche? Oh, ich weiß nicht. Aber wäre wohl besser, du räumst sie auf, bevor Mom nach Hause kommt. Wie bitte? Das kommt nicht in Frage. Aber deine arme Schwester ist so krank. Sie ist genauso deine Schwester. Wieso räumst du nicht für sie auf? Ich weiß bis heute nicht, wo mein Roboter war. Aber eins habe ich gelernt. Auch wenn man das Gefühl hat, alles im Griff zu haben, wenn man krank ist, hat man es wahrscheinlich nicht. Deswegen ist es in Ordnung, zu Hause zu bleiben und sich zu erholen. Du kannst dich darauf verlassen, dass deine Freunde und Familie für dich da sind. So ein Krankheitstag ist wirklich keine schlimme Sache, außer du hast es vielleicht nur vorgetäuscht.